Juhu an alle, willkommen zurück zu Spiel, Please! Oder aka 4 Extraction Point. Im letzten Part haben wir gegen unsere Raketenwerfer benutzt, um ein paar von Almas Geistern zu vernichten. Aber eine von der bösen Art, der Raum war voller Blut. Außerdem tötet Alma die Replikasoldaten, was keinen Sinn macht, denn Alma steuert die Replikasoldaten. Aber egal, wir wollen das mal nicht in der VR fragen, sondern Spiel, Spiel! Wir sind in der U-Bahn-Station und haben den letzten Part den Zug gerufen, den wir natürlich nicht nehmen, sondern natürlich, wie ihr es gehört, zu Fuß hier langlaufen. Wir schnappen uns mal unsere so alle das Scharfschützengewehr, denn wir brauchen das eventuell hier in langen Gängen, können zum gewöhnlich sein, ne? Spiel, halt die Fresse. Hinterfrag nicht die Logik, warum Alma ihre eigenen Soldaten angreift. Ja. Genau. Oder wir nehmen zwei Penetrators. Ach komm, spiel das Spiel. Play the motherfucking game. So. Folgen Sie der U-Bahn-Terrasse. Sage nicht, dazu kommt es an, irgendwie. Du hast überlebt, was soll denn das? Hat er gerade geworfen? Ich habe es nicht gesehen. Echt schnell. Die sind echt schnell. So. Oh, wir sind voll im Mund zum Doppelsänger. Wir haben jetzt ein paar Doppelpistolen mit so gefunden. Das war sehr nice. Das war nice. So. Doppelpistolenmunition. Über mein Bett hängt auch eine Doppelpistole, müsst ihr wissen. Tomb Raider Star, ich denke mal, wir müssen hier lang. Aber hinten ist ein Sackgasse deswegen, oder wir schauen mal, was hier ist. Ach, da fahren. Ach, das ist doch. Ich hätte mich mehr gestorben, wenn wir nicht lang gelaufen wären. Ja, ich speichere mal, weil wir ein paar Replikasoldaten geklappt haben, die durch die U-Bahn gestorben sind. Ach, immer diese blutigen Bilder. Wow, ernsthaft, das kommt in Dontoria 2.0, das wird mir jetzt erst gesagt. Ach komm, wir gehen erstmal hier lang. Was auch immer das war. Ihr kriegt mich nicht. Oh, Fernsehlaminen, das ist praktisch. So, seid ihr bereit? Stirb! Seid ihr tot? Das ist bei der W nicht der U-Bahn-Verlauf folgen, wollte ich nur mal sagen. Nope, hier hinten geht's weiter, deswegen gehen wir mal kurz hoch. Ich würde dann gerne den U-Bahn-Verlauf folgen, wie wir das Spiel mir eigentlich vorsetzen. Was ich im Normalfall ja auch tun würde. Aber irgendwie sagt das Spiel, nö, bieg doch ab. Aus, ich habe jetzt das. Dabei. Ich dachte, hier kommt einer um die Ecke. Na, ja, kommt doch einer um die Ecke. Ich glaube, der ist tot. Hat er eine Munition? Ich habe sie schon eingesammelt.
Wir sind voll. Wir haben volles Leben. Das ist immer eine gute Nachricht. Hallo, ist für mich. Naja, okay. Keine Anschluss unter die Sendung. Speichern wir nochmal kurz und machen wir weiter. So. Leck mich, jetzt machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Kugeln aus Weichen vorne bin, wir nehmen mal das Scharfschützengewehr. Das funktioniert ziemlich gut, denke ich mal. Mal kurz, würde ich sagen. Bam, perfekt. Sehr schön. Das gefällt mir so. Ihr seht dafür noch irgendwas. Außer, dass die einfach so random hier ein Schuss passiert haben. Wahrscheinlich können wir nicht durch diesen Gang hier. Vielleicht aber doch eben noch eine Tür. Stehen? Bam, my personal only. Only man, I'm the only man. So. Wir müssen hier hinten da. Nein, der Weg ist es wahrscheinlich. Jo. Er ist hier. Vettel. Das ist schön. Vettel ist tot, Mann. Verlauf nicht hier auf die Handlation ein von allen. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Ich werde Ihnen nichts tun, Miss Kwon. Aber ich kann nicht für meine Mutter sprechen. Ah, ich kann mich sogar besser bewegen. Okay. Mann, die gibt's im dritten Teil auch noch. Jankowski? Ich habe die Gedanken des guten Lieutenants angezapft und sie waren höchst informativ. Spam. Ihre Augen. Ich habe mich schon gefragt, weil im ersten Teil ist der. Also im ersten Fall ist er ein bisschen verschwunden, nenn es mal. So. Der ist ja im ersten Teil irgendwie verschwunden dann irgendwie, keine Ahnung. Das war irgendwie sehr mysteriös. Ich habe es jedenfalls damals nicht gecheckt, was eigentlich passiert ist. Voller Munition, ehrlich gesagt. Wie viele Medipacks hier rumliegen, what the fuck? Wenn, dann bin ich so gut und das Spiel ist sehr, sehr großzügig manchmal mit Medipacks. Also manchmal sind sie echt, wie liegt denn der, sehr rar, die Medipacks, die es ergibt, aber irgendwann... links oder rechts, Gott, da haben wir zu viele Wege. Ich habe sogar die künstliche Freiheit, jetzt hier rein durchzugehen, aber zumindest sagen, dass die Tür zu ist. Die Tür ist zu, okay. So. Jupp. Nee, ich muss hier noch durch. Auf geht's. Okay, Checkpoint wird gespeichert. Aber ich gehe erstmal hier rein, würde ich sagen. Und. Eindringlinge fallen. Hahaha.
nehme ich die Uncut-Version. Ich bin voll. Warum ich eigentlich weniger leben als im ersten Teil, meine vom ersten Teil. Ja, das war ich auch. Und warum sind meine Reflexe geringer und bla 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 bla. First World Problems. Warum ist er nicht eher gestorben? Jo. Ich sehe nichts. Welche ist das Problem und ich sehe sie nicht. Wie war das jetzt mit... Wow, es hat den habe ich... Ich dachte, der wäre tot. What the fuck? Der ist hinten geflogen. Er ist ein Bullshit. Das, ich dachte, der wäre tot. Machen wir das nochmal, würde ich sagen. Machen wir erstmal F5, dass wir die ersten Leute gekillt haben. So. Ich komme gerade erst um die Ecke, wenn ich da unten bin. Hat er gerade den Schrank umgeschmissen? Okay. Okay, war's das? Ja, das lief schon mal besser als gerade eben. So. Okay. Whatever. Random Explosion ist random. Ach, leck mich doch, Schlüsselbeck in der Daten. Ich bin da mal weg. Wow. Ich gehe nochmal zurück und hole das Medipack. Wenn ich schon eins liegt, dann nehme ich das schon mit, ne? Weil wir können ja maximal 10 tragen für Leute, die das vergessen haben. Ich frage, warum nehmen sie nicht einfach alle Medipacks mit? Ich kann nur 10 tragen. So, jetzt speichern wir nochmal. Vielleicht ja nicht während wir vor Replika-Soldaten stehen. Das ist immer eine ganz dumme Idee. Wir müssen hier rein, okay. Obwohl wir schon in der U-Bahn sind, geht's noch tiefer. Okay. Checkpoint wird gespeichert. Frag hier. Müssen hier lang. Dunkles Geheimnis. Wir sind ordentlich mit dem Mechanisationspart. Ach man. Was soll denn das? Einmal böse, böse. Ich würde mich gerne den Replikasoldaten anverbinden. War trotzdem noch keinen Sinn, dass Alma die Replikasoldaten tötet. Die steuert die Replikasoldaten.
komm, scheiß Fackel. Geil, du hast ein Schild. Oh, du bist ein Special Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nicht dein Schild davor legen. Hat der eine Gatling? Moment. Wo ist er gestorben? Jo! Läuft! 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 Das Schild können wir leider nicht mitnehmen. Läuft! 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 Gatling! Gatling! Läuft! Ich sehe hier so oft Exit, aber wir sind nie am Exit wirklich. Das ist sehr verwirrend. Gehen wir natürlich nicht lang. Checkpoint wird gespeichert. Also das heißt, hinter der Tür passiert irgendwelche Dinge. So, dafür habe ich jetzt meine Gatling mal nicht benutzt, weil ich will die Gatling schon in offensiven Kampf benutzen. So wie es gedacht ist, und ich schmeiße die Granaten runter, weil ich es nicht einsammeln kann, okay. Ich kann jetzt von Tisch nicht hier drauf springen. Are you kidding me? Okay, dann gehe ich halt hier hinten lang. Ich bin voll. Auf geht's, Leute. Gear Troll. Nein! Epischer Moment zerstört. Nein! Okay, auf ein neues. Verdammt, es funktioniert nicht. Okay, wir müssen das doch ein bisschen taktischer machen. Es muss sein, komm schon, Gatling. Wie ich auch immer gerade gestorben bin, weil ich irgendwie in der Ecke hing. Oh Gott, dammit. Es muss doch möglich sein, diesen Abschnitt mal unsneaky zu machen. Das ist, weil ich die Gatling benutze. Ich die Gatling benutze. Oh, goddammit. Ich konnte irgendwie nach hinten gehen. Achso, weil die eine Treppe ist und ich immer gegen die Treppe gelaufen bin. Thank you.
Ich habe noch 51 Schuss, goddammit. Hoch geht's nicht lang. Cool. Ich würde gerne hinter euch. Will noch jemand? So, wenn man jetzt irgendwie so die Kette schon alle ist. So. Ich glaube. Hier liegt meine leere Gatling, dieser Scheißstuhl, der mich voll hart blockieren geht. So. Gehen wir jetzt noch nach oben. Ja, wir jetzt überziehen ein paar Minuten. Aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben dafür ein bisschen Spaß mit der Gatling gehabt. So. Ich musste sie nutzen, goddammit. Ich musste sie dafür nutzen. Der hat eine Penetrator, alles klar. Die natürlich ein bisschen besser als ich wohl finde, würde sagen, nächsten Part gehen wir da geradeaus weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß mit der Gatling. Bis zum nächsten Mal. Ciao.